Loki, Loki, du wolltest doch heute die Heidi vorstellen, oder? Was? Wie? Kuchen? Wo gibt's Kuchen? Kuchen? Jetzt? Nein, Loki, die Heidi wolltest du vorstellen. Kuchen? Loki, du wolltest doch die Heidi vorstellen, weißt du? Die Heidi war nämlich neulich bei uns im Studio. Die hast du doch auch kennengelernt. Die sieht nämlich fast so aus wie du. Schwarz. Was? Hab ich gar nicht gesehen. Ach. Loki, natürlich, du erinnerst dich doch bestimmt an die Heidi. Jetzt steh mal auf und stell die Heidi vor. Okay. Also die Heidi ist wirklich ziemlich lieb. Ja. Und, ja. Da, schaut mal. 2 Wochen ist die schon in Deutschland bei Köln und ist 2 Jahre alt. Ist aber noch ein bisschen zurückhaltend, also nicht so verfressen wie ich. Und, die wird auch vermittelt über die Galgo-Rettung. Fränkisches Seenland. Was ist das überhaupt? Ja, Loki, ich übernehme da mal kurz, ja? Da seht ihr die Heidi. Ist im Moment noch ein bisschen zurückhaltend, wie wir beim Fotoshooting festgestellt haben. Aber mit ein paar Leckerchen konnten wir sie dazu animieren, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Und da seht ihr draußen, unten am Rhein, scheint ganz gut zu schmecken. Sie hat auch ihre beiden Kameraden zur Unterstützung mitgenommen, den Usain und Nanook. Ja, und da seht ihr, wie so rumschnüffelt. Und wenn ihr jetzt Interesse an der schönen Heidi habt, da, schaut mal. Schaut mal in die Augen von der Heidi. So. Da kann man eigentlich nur noch die Nummer wählen. Ne, Loki? Ja, kann ich jetzt mal einen Kuchen? Später. Von der Galgo-Rettung, fränkischem Seenland und, ja, einfach mal Kontakt aufnehmen und Heidi bei Köln kennenlernen. So, Loki, haben wir alles oder haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben alles. Ihr müsst jetzt unbedingt wegen Heidi anrufen. Schwarze Galgos sind nämlich voll cool. Ja, da hat der Loki recht. Eine Kleinigkeit gibt's noch. Heidi hat eine kleine Verletzung am Vorderlauf gehabt. Da fragt ihr am besten auch nochmal die Pflegestelle genau dazu, was da noch gemacht werden muss oder ob da überhaupt noch irgendwas gemacht werden muss. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass Heidi jetzt bald ein neues, schönes Zuhause bei euch findet. Bis bald, macht's gut, eure Windhund-Gang. Tschüss!